Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte zum Beginn etwas Persönliches sagen angesichts der Vorgänge, die hier im Flughafen Köln-Bonn offensichtlich der Aufklärung bedürfen. Ich kenne den Vorsitzenden der Geschäftsführung des Flughafens, Michael Gavens, seit mittlerweile 15 Jahren. Ich habe selbst vor etlichen Jahren mal eine Zeit lang im Aufsichtsrat des Flughafens Köln-Bonn mitwirken dürfen und kann sagen, dass sich Michael Gavens sehr lange Zeit sehr verdienstvoll für den Flughafen Köln-Bonn eingesetzt hat und die Erfolgsgeschichte des Flughafens auch mit seinem Namen verknüpft ist. Das ist mir außerordentlich wichtig, das am Anfang zu sagen. Nun aber stehen schwere Vorwürfe im Raum gegen Einzelne im Flughafen, auch gegen den Vorsitzenden der Geschäftsführung des Flughafens. Und nach Medienberichten empfehlen sowohl ein vom Aufsichtsrat beauftragter Rechtsanwalt, der Kollege Fussem hat das gesagt, als auch eine von der Landesregierung vorgeschlagene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dringend weitere Aufklärung. Und die Stadt Köln als Mitgesellschafterin hat, wenn man Medienberichten glauben darf, auch in einer eigenen kurzgutachterlichen Stellungnahme diesen dringenden Aufklärungsbedarf bestätigt und eingefordert. Und wenn man weiß, dass inzwischen auch die Staatsanwaltschaft ermittelt, ist völlig klar, dem Aufsichtsrat des Flughafens bleibt doch gar nichts anderes übrig, als ohne Ansehen der Personen und um Schaden vom Flughafen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abzuwenden, unverzüglich in eine vollumfängliche Aufklärung all dieser Sachverhalte einzusteigen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, und so muss das sein. Soweit so unerfreulich. Jetzt gibt es einen zweiten Umstand, der zunächst mal mit all dem eben Gesagten gar nichts zu tun hat, nämlich den Umstand, dass die Landesregierung offensichtlich von ihrem Recht Gebrauch machen möchte, den dritten ihrer drei zustehenden Aufsichtsratssitze im Aufsichtsrat des Flughafens Köln-Bonn neu zu besetzen, nachdem sie bereits mit den Staatssekretärinnen der Häuser Finanzen und Verkehr zwei der drei Plätze umbesetzt hat. Herr Kollege Fussem hat das als geübte Praxis bezeichnet, nämlich das Ansinnen der Staatskanzlei, den amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Kurt Bodewig, Bundesverkehrsminister AD, durch Friedrich Merz zu ersetzen. Und da möchte ich für die SPD-Fraktion sagen, ein solches Ansinnen seitens der Landesregierung ist legitim. Meine Frage ist aber, ist es auch klug, Herr Leminski? Das geht ja offensichtlich auch auf Gespräche mit Ihnen zurück. Und ich will ganz offen in dieses Rund hinein sagen, es gab einen früheren Regierungschef dieses Landes, der hat trotz politischer Legitimation in dieser Hinsicht eine große politische Klugheit besessen. Das war nämlich der Regierungschef Jürgen Rüttgers. Der hat den von Per Steinbrück berufenen Aufsichtsratsvorsitzenden Volker Hauff, Bundesverkehrsminister AD, der sich ebenfalls sehr um den Flughafen verdient gemacht hat, 5 Jahre lang im Amt belassen, weil er wusste, dass die Landesregierung ihrerseits genügend Möglichkeiten über die anderen Aufsichtsratsmandate und übrigens in einer GmbH, in der im eigentlich starken Organ der Gesellschafterversammlung, alle Durchgriffsrechte hat, die sie haben möchten. Diese Möglichkeiten hätten sie auch ohne eine solche Umbesetzung. Und wenn Sie nun heute sagen, eines der wichtigsten Infrastrukturunternehmen in Nordrhein-Westfalen, der Kollege Klocke hat das gerade noch mal angedeutet und darauf hingewiesen, wo Themen wie Flugsicherheit und Passagiersicherheit, wo Themen wie Fluglärm, Nachtflüge, wo wir es hier mit einem fundamental wichtigen öffentlichen Infrastrukturunternehmen zu tun haben, wo es um Themen der Daseinsvorsorge geht, wo völlig klar sein muss, dass Gemeinwohlorientierung vor Gewinnoptimierung geht. Ausgerechnet in dieser Situation kommen Sie auf die Idee, einen Bundesverkehrsminister AD ohne triftigen Grund durch den Top-Lobbyisten einer internationalen Heuschrecke austauschen und ersetzen zu wollen. Ich halte das für einen schweren politischen und sachlichen Fehler. Der Flughafen Köln-Bonn gehört in öffentliche Hand. Darüber waren wir uns übrigens in der alten Legislaturperiode über Parteigrenzen hinweg, nur die FDP war nicht dabei einig. Die CDU hat das ausdrücklich so gesehen, bezogen auf einen Appell an den Bund. Und Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, dass mit dieser Personalie jetzt diese unguten Fantasien verknüpft werden. Sie haben nämlich eine gemeinsame kleine Anfrage des Kollegen Ott und mir bezogen auf die Privatisierungsabsichten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum Flughafen Köln-Bonn, die wir ja gestellt haben mit Blick auf den Koalitionsvertrag von CDU und FDP, wie folgt beantwortet. Die Landesregierung wird das Beteiligungsportfolio anhand der Vorgaben der Landeshaushaltsordnung und weiterer noch zu erarbeitender sachlicher Kriterien auf Privatisierungsmöglichkeiten überprüfen.
belastbare Aussagen zu möglichen Privatisierungen hier, bezogen auf den Flughafen Köln-Bonn wohlgemerkt, sind erst nach Abschluss der oben genannten Prüfung möglich. Und wer solch wachsweiche und ausweichende Antworten gibt, wer gleichzeitig einen Top-Heuschrecken-Lobbyisten an die Spitze eines Aufsichtsrats katapultieren will, darf sich nicht wundern, wenn diese Fantasien das Rund dieses Hauses erreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung, ich habe das gerade gesagt, begeht in meinen Augen damit einen schweren politischen und inhaltlichen Fehler. Ein Skandal ist das allerdings noch nicht. Und das Spannende ist doch jetzt, und da hat der Kollege Klocke und haben die Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit der Beantragung der heutigen Aktuellen Stunde völlig recht, und die wird ihren Gehalt ja erst erweisen können, nachdem die Landesregierung gesprochen hat und nicht wir kleinen Oppositionsabgeordneten, hängen Sachverhalt 1 und hängen Sachverhalt 2 zusammen. Das ist die spannende Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aufklärungsbedarf beim Flughafen Köln-Bonn und Ihren Absichten mit dem Flughafen Köln-Bonn? Und deswegen, Herr Liminski, ich hätte erwartet, dass die Landesregierung aus der Staatskanzlei, also durch den Ministerpräsidenten persönlich, hier heute Stellung nimmt. Denn die Staatskanzlei war es, die an dieser Stelle wichtige Aktivitäten entfaltete. Ich frage also Sie, Herr Staatssekretär, und ich frage auch den Ministerpräsidenten, hängen diese beiden Vorgänge zusammen? Ist es wirklich Zufall, dass die Abberufung von Herrn Bodewig wenige Tage vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung von Ihnen an den amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden herangetragen wurde? Denn eins ist doch Fakt, Herr Kollege Fussem, und ich finde, da dürfen Sie, auch Sie sich nicht dümmer stellen, als Sie sind. Es ist doch absolut naiv anzunehmen, eine laufende Aufklärung sei unabhängig von Personen und sozusagen nur durch Technik zu bewerkstelligen. Selbstverständlich, da beißt doch die Maus keinen Faden ab, werden im wahrsten Sinne des Wortes Aufklärungen enthauptet, wenn Sie mitten in der Hochphase dieser Aufklärungen den Vorsitzenden abschießen. Das geht nicht, und das wissen Sie, und genau das ist Ihr Ziel. Und deswegen, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Herr Staatssekretär, Herr Ministerpräsident, möchten wir von Ihnen wissen, gab es eine Einflussnahme? Gibt es einen zeitlichen Zusammenhang? Welche Gespräche hat es gegeben? Das werden Sie, wenn nicht heute, dann in den nächsten Tagen und Wochen minutiös darlegen müssen. Vorher geben wir keine Ruhe, und vorher werden Sie auch den Flughafen Köln-Bonn nicht in das Fahrwasser gesteuert haben, das es braucht, nämlich für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und für den Industriestandort in Nordrhein-Westfalen Gutes zu leisten. Und die Verantwortung lastet jetzt auf Ihren Schultern. Vielen Dank. Und für die SPD hat noch einmal der Kollege Börschel das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, zunächst kann man festhalten, dass die Landesregierung sich den Beitrag auch hätte sparen können. Die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen haben hier klare Fragen gestellt. Wir sind hier in einer Debatte, bei der es um die Zukunft des Flughafens Köln-Bonn geht, bei der es um die Frage geht, wie die Landesregierung mit einer ihrer wichtigen Beteiligungen umgehen will. Und außer Worthülsen, außer Politiksprech von geübter Praxis und völlig normal, hören wir hier nichts von Substanz. Das war wirklich absolut überflüssig und beschämend. Das muss ich hier wirklich am Anfang sagen. Ich will mich aber der Reihenfolge meiner Vorredner nach an diese wenden. Herr Middeldorf, von Ihnen finde ich eigentlich eins besonders spannend. Sie haben sich zum Flughafen Köln-Bonn bekannt. Das freut mich, aber ein wichtiges Element haben Sie noch vergessen. Ich bin sicher, dass Sie das bestimmt noch nachholen wollen, am liebsten für die aktuelle Mitte-Rechts-Koalition dieses Landes insgesamt. Nämlich die Frage, bekennen Sie sich zum Flughafen Köln-Bonn in öffentlicher Eigentümerschaft? Das ist doch der entscheidende Punkt, kein allgemeines Blabla, sondern die Frage, bleibt auch nach Ihrem festen Willen und Wollen der Flughafen Köln-Bonn in öffentlichem Eigentum, und zwar sowohl was die Bundesanteile angeht, als auch die Landesanteile hier aus Nordrhein-Westfalen. Der zweite Punkt, darauf haben verschiedene Redner hingewiesen, das will ich hier noch einmal sagen, wenn es da jetzt immer so den Gedanken der vermeintlich roten Verschwörung oder Ähnliches gibt. Also erstens, es ist ja richtig, man mag sich bei manchem fragen, was jetzt über die Aufklärungsarbeit des Aufsichtsrats öffentlich geworden ist. Warum machen die das so und warum machen die das nicht anders? Warum nimmt da mal nicht einer öffentlich Stellung? Warum erfährt man mal nicht genauer, warum sie linksrum gegangen sind und nicht rechtsrum oder durch die Mitte?
Aber das Problem ist doch, wer sich wirklich ernsthaft mit der Sache auseinandersetzt, und das haben Sie zumindest andeutungsweise verschiedentlich gesagt, der Aufsichtsrat ist eben zur Verschwiegenheit verpflichtet, genauso wie er dazu verpflichtet ist, sich nach Recht und Gesetz ausschließlich nach objektiven Kriterien zu verhalten. Und wenn der Aufsichtsrat auf Basis eines externen Rechtsanwaltsbüros, auf Basis des von der Landesregierung vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfers, auf der Basis einer gutachterlichen Stellungnahme der Stadt Köln dafür entscheidet, den Vorsitzenden der Geschäftsführung auf Basis intensiv weiter zu überprüfender Vorhalte zu beurlauben, ohne ihm in der Sitzung des Aufsichtsrates die Möglichkeit zur unmittelbaren Stellungnahme zu geben. Klingt das für ungeübte Ohren komisch? Aber der Aufsichtsrat wird sich aus guten Gründen so entschieden haben, und zwar aus Gründen, die ihm die Externen so empfohlen haben. Und soweit ich Herrn Minister Wüst eben richtig verstanden habe, haben alle Mitglieder des Aufsichtsrates, alle, 15, wenn man mal den einen außer Acht lässt, der es nicht für nötig gefunden hat, sich in der wichtigsten Aufsichtsratssitzung des Jahrzehnts für den Flughafen die komplette Sitzung anzutun, also nur 14, diese 14 haben also einvernehmlich gesagt, Sie machen das genau so, Sie beurlauben den Geschäftsführer und Sie werden die Möglichkeit der persönlichen Stellungnahme durch den Geschäftsführer an einer anderen Stelle einholen. Wenn das der Aufsichtsrat des Flughafens inklusive der beiden Landesvertreter so bestimmt hat, dann sollten wir das auch nicht öffentlich kritisieren, sondern dann werden die Beteiligten dafür ihre Gründe gehabt haben, die Frage des Gehörs an anderer Stelle zu thematisieren. Das nur zu Ihnen, Herr Kollege Middeldorf, weil Sie das gerade kritisiert haben. Wenn aber Herr Verkehrsminister Wüst hier nochmal von der geübten Praxis und der angeblichen völligen Normalität des Personalwechsels schwadroniert, dann will ich doch nochmal hier die Frage in den Mittelpunkt stellen, auf die es jetzt doch mehr und mehr ankommt. Also, Sie haben 3 Plätze von den 15, 10 für die Anteilseigner. Von den 3 Plätzen tauschen Sie den ersten unmittelbar nach der Landtagswahl aus, den zweiten im September. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sich zumindest zu fragen, warum um Himmels Willen kommt der Wechsel der dritten Personalie ausgerechnet jetzt. Und zwar, nachdem der amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats zu einer Sitzung des Gremiums einberufen hat, in der ein Gutachten thematisiert werden soll, wo es eben am vergangenen Freitag genau zu den eben dargestellten Entscheidungen gekommen ist. Und der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Bodewig soll nicht etwa im Prinzip sein Amt niederlegen und ersetzt werden. Er soll nicht am Ende der Ermittlungen ersetzt werden durch Herrn Merz. Er soll nicht etwa zum Jahresende ersetzt werden, sondern er soll sofort, unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern sein Mandat niederlegen. Das heißt, noch vor einer Sitzung, zu der er selbst zum Zwecke der Aufklärung eingeladen hat. Und das ist doch wirklich ein Vorgang, der wirklich dringend der Aufklärung bedarf und zu dem Sie immer noch nichts gesagt haben. Es kann Ihnen offensichtlich nicht schnell genug gehen, einen anderen Kopf an die Spitze des Aufsichtsrats zu kriegen. An der Stelle bitte nur notabene einen Punkt. Was Sie dürfen, das ist völlig unstreitig, ist die Mandate der Landesregierung im Aufsichtsrat auszutauschen. Was Sie auf keinen Fall alleine dürfen, ist regierungsamtlich festzulegen, wer Vorsitzender des Gremiums werden darf. Nach einer informellen Übung, die jahrzehntelang am Flughafen Köln-Bonn gehalten hat und die offensichtlich im Wirtschaftsleben üblicherweise gilt, hat nämlich der relativ größte Anteilseigner das Recht, den Aufsichtsratsvorsitzenden vorzuschlagen. Das ist die Stadt Köln. Das hat die Stadt Köln in all den Jahren auch gemacht, und zwar nachdem die Landesregierung erst Herrn Hauff als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen hat. Und nachdem die Landesregierung später Herrn Bodewig zum Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen hat, waren es Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Köln, die innerhalb dieses Gremiums vorgeschlagen haben, erst den einen und dann den anderen zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen, aber eben auf Mandat der Stadt Köln, weil diese als relativ größter Anteilseigner bisher unstrittig immer das Recht hatten. Sie können versuchen, diese informelle Übung und Praxis über Jahrzehnte bewährt zu brechen, aber Sie können das nicht alleine entscheiden, und ich will das mal ganz klipp und klar sagen. Sie wissen das doch. Sie haben in Köln eine Koalition zwischen CDU und Grünen. Ich bin außerordentlich gespannt, ob die Grünen zustimmen werden in ihrer Koalition, dass die Heuschrecke an die Spitze des Infrastrukturunternehmens Köln-Bonn bekommt. Da fordere ich auch ausdrücklich die mit den Kölner Grünen ja sehr eng verbundenen Kollegen Glocke und Becker auf, hier ihren Einfluss geltend zu machen. Wenn die Kölner Grünen tatsächlich zustimmen würden, dass Friedrich Merz an die Spitze des Aufsichtsrats Köln-Bonn kommt, dann kann man seine Glaubwürdigkeit auch in der Garderobe abgeben. Insofern gehe ich davon aus, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, dass Sie an der Stelle Wort halten werden. Also,
Der langen Rede kurzer Sinn, was die Landesregierung heute macht, ist bestenfalls beredtes Schweigen. Das ist ja, wenn man von Herrn Liminski absieht, der sich dann nach der Rede von Herrn Klug hier ins Parlament geschlichen hat, im Grunde eine Politik des leeren Stuhls. Wir bleiben dabei. Der Ministerpräsident muss erklären, was er hier will, was er mit den Vorgängen zu tun hat, was er weiter beabsichtigt. Und ich bleibe dabei. Es hilft ja alles nichts. Wir geben keine Ruhe, bis er das nicht gemacht hat. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Danke.